Hallo. Mein Name ist Philipp Zorzor. Wir sind hier in meinem Atelier in Berlin, in Oberschöneweide, im Osten der Stadt. Und ich freue mich, Sie heute hier bei mir zu Besuch zu haben. Hier in meinem Atelier begann Ende März, Anfang April die Corona-Zeit, das, was uns ja alle im Moment und uns noch wahrscheinlich sehr lange beherrschen wird, diese Zeit der Einsamkeit. Aber an diesem Ort, wo so viel entsteht, in meinem Atelier, war es plötzlich auch noch einsamer unter einem gewissen Gesichtspunkt. Und zwar das, was normalerweise das Alleinsein ein normaler Zustand ist für das Atelier-Dasein und für das Arbeiten hier, womit ich sehr gewöhnt bin, das ist der Urzustand, in dem die Dinge ja entstehen und zum Leben erwecken. Sie sind aber trotzdem oft für andere Orte gedacht und für Orte draußen gedacht und für eine Kommunikation. Das hat sich quasi anders angefühlt, in dem Moment, wo man plötzlich merkte, alles andere draußen ist auch still und ist plötzlich auch nicht mehr belebt. Das Alleinsein war nicht nur mehr hier, sondern es war auch draußen. Und das war das Neue. In dieser Rückzugszeit und in dieser Zeit der Quarantäne, in der Einsamkeit des Ateliers, sind trotzdem viele Dinge entstanden. Man war zwar beklommen, aber die Arbeit und das Einsamsein ist ja einem sehr bekannt. Und so ging diese Arbeitsserie ging zum Beispiel weiter und Schritt voran. Andere große Papierarbeiten fanden statt. Also man fühlte eine Veränderung, trotz alledem ging die Arbeit weiter und war sehr intensiv. Von den kleinen Papierarbeitenserien kam ich natürlich in der Zeit auch zum üblichen Bildwerk und malte auf Papier, auf großformatigen Papieren, wie wir sie zurzeit auch in der Guardini-Galerie sehen können.